Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Heute schauen wir uns mal das neue Sturmgewehr Nikita AVT an, was jetzt mit der Season 3 reinkam. Wir können das ab Stufe 31 im Battle Pass freischalten, dann ganz normal hochleveln und ausrüsten. Welche Aufsätze wir davon am besten mitnehmen, damit wir es ziemlich gut spielen können, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Fangen wir als erstes mit der Mündung an. Hier nehmen wir den MX-Schalldämpfer mit für die Rückstoßkontrolle, horizontal und vertikal, damit wir die Waffe besser kontrollieren können und für die effektive Reichweite. Als nächstes Lauf. Hier nehmen wir den Empress 613 mm BFA-Lauf mit für die Rückstoßkontrolle, effektive Reichweite und für die Kugelschnelligkeit. Als nächstes Unterlauf. Hier nehmen wir den M1941 Handstopper mit für die Rückstoßkontrolle und für das Sprinten zum Feuerntempo, damit wir nochmal ein bisschen mobiler sind. Als nächstes Magazin. Hier habe ich das Sakura 55 Schuss Trommelmagazin gespielt, damit wir nochmal die Rückstoßkontrolle haben, damit wir die Waffe auf hohen Distanzen besser kontrollieren können. Die anderen Magazine haben einfach zu wenig Schuss. Man kann auch das 45-Schuss-Magazin spielen, aber hier finde ich, merkt man dann auch wieder den erhöhten Rückstoß. Damit lässt sich das nicht ganz so gut kontrollieren, weshalb ich das Trommelmagazin mitgenommen habe. Als nächstes Munitionstyp. Hier nehmen wir wie immer verlängert mit. Damit holen wir auch die Kugelschnelligkeit wieder rein. Als nächstes Griff. Hier habe ich den Polymergriff mitgenommen, damit wir die Präzision und die Rückstoßkontrolle nochmal bei Dauerfeuer dazu bekommen, damit wir die Waffe ein bisschen ruhiger kontrollieren können. Ihr könnt auch den Stoffgriff mitnehmen, der gibt euch auch nochmal ein bisschen bessere ZV-Geschwindigkeit oder Sprinten zum Feuerntempo. Falls ihr die Waffe ein bisschen mobiler haben wollt, wollt aber mehr Kontrolle haben, würde ich den Polymergriff mitnehmen. Als nächstes haben wir die beiden Extras. Beim Extra 1 habe ich Perfektionist mitgenommen für die Rückstoßkontrolle, damit können wir die Waffe auch nochmal besser kontrollieren. Und beim Extra 2 vollgeladen, damit wir direkt volle Munition haben, sobald wir unser Loadout holen. Als nächstes haben wir jetzt noch den Schaft. Hier habe ich den SEG MS-Schaft mitgenommen, auch nochmal für die horizontale Rückstoßkontrolle und für die Zielstabilität, damit die Waffe nochmal ruhiger ist auf Distanz. Und zu guter Letzt natürlich noch im Fernkampfvisier. Ich habe das G16 2,5-fach gespielt. Ihr könnt auch das SVT 40 PU nehmen, das ist auch ziemlich gut. Also das kann man sich aussuchen oder ein anderes natürlich auch. Ja, und so schaut dann jetzt unsere Nikita Long Range Klasse aus, die ziemlich gut ist. Probiert ja auf jeden Fall mal so aus und schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr das neue Sturmgewehr findet und wie ihr die Klasse allgemein findet. Das würde mich mal interessieren. Ich denke, man kann die auch noch sehr gut als Sniper-Support-Variante spielen, dass man die so im Nahkampf- bis Midrange-Bereich spielt. Und das ist jetzt hier halt die Long Range-Variante, die wir dann mit einer MP zusammenspielen. Als Zweitwaffe für den Nahkampf habe ich die MP40 gespielt. Hier könnt ihr auch einmal die Aufsätze dafür sehen, falls ihr die auch so spielen möchtet. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war zu irgendwelchen Aufsätzen oder zu der Waffe allgemein, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Falls euch das ganze Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Tüdelü. Ausrüstung zu bauen.
Sie sehen nicht sehr freundlich. With the